Lukas der Ameisenschreck, herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Mein Name ist Kip Supernova und wir spielen heute Lukas der Ameisenschreck. Das ist übrigens eine Aufzeichnung und ich kommentiere nur. Viel Spaß! Und wieder erleben wir einen weiteren meiner größten Gefechtsmomente mit. Dieser hier heißt, Fugax rettet die Kolonie. Teil 6. So haben wir das nicht in der Schule gelernt. Und wieso sieht man dich nicht auf diesen Gemälden? Wenn du so ein großer Held bist? Okay, Junge, zeig mir mal deinen Erlaubnisschein. Der Lehrer hat sich schon eingesammelt. Weißt du, du bist eine echte Nervensäge. Was erwartest du von einer Ameise? Wie ich schon sagte, die Kammer der Generationen wurde gebaut, um der Geschichte der Kolonie zu gedenken. Und meine zahllosen Heldentaten, Mutproben und... Ah ja, der Tag, an dem ich alleine den Wolkenspeier erledigte. Noch eine meiner größten. Soweit ich mich erinnere, wurde dir ein bisschen geholfen. Um die wahre Geschichte unserer Kolonie zu erfahren, muss man die Geschichte von Lukas Nickel kennen. Zerstörer! Ja, er war einst als der Zerstörer bekannt. Aber das war, bevor er sich vor dem Rat wegen seiner Verbrechen gegen die Kolonie verantworten musste. Die Königin selbst verkündete das Urteil. Was hat die Königin entschieden? Dass Lukas in der Kolonie unsere Lebensweise lernen muss. Dass er eine Ameise werden muss oder nie mehr nach Hause darf. Ist er je nach Hause gegangen? Was für eine Ameise ist aus ihm geworden? War er ein Futtersucher oder ein Späher? Wie kann aus einem Menschen eine Ameise werden? Ruhe! Lukas Geschichte ist voller Herausforderungen und Abenteuer. Wie damals, als er und ich alleine die Kolonie vor... Oh. Aber alles fing damit an, ihm zu helfen, seinen Platz in der Kolonie zu finden. Sind schon mal nicht die Originalsprecher, aber die Synchronsprecher aus dem Film. So, und los geht's. Lukas der Ameisenschreck benutzt den Nunchuk. Also, das ist der Nunchuk, das ist eine Steuerung von der Wii. Ich habe das Spiel auf der Wii U gespielt, mit den Zusatzgeräten, die man auch auf der Wii, Soldat? Nintendo Wii, hat. Speer? Aber begeben wir uns zum ersten Spiel in die Brutkammer. Die Brutkammer ist einer der wichtigsten Orte der ganzen Kolonie, Lukas. Hier legen wir fest, wer Futtersucher, Späher, Drohne, Amme oder Nahrungshochwürger wird. Mal sehen, ob in dir eine Ammenameise steckt. Von wegen! Hover, geh du mit Peanut weiter. Wir haben heute noch 2000 weitere Geburten vor uns. Schnell, Lukas, hol die Puppen und bring sie zu mir. Und beschütze sie vor allem, was in ihre Richtung kommt. Du musst dich beeilen. Diese Puppen sind die Zukunft der Kolonie. Und wenn es mir egal ist, was mit der Kolonie passiert? Dann wirst du nie eine Ameise und kommst nie wieder nach Hause. Schon gut. Ich bringe ein paar Puppen zurück. So, und los geht's. In Ordnung, Lukas. Als erstes zeige ich dir, wie du dich... Ja, gut. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Das sind eben die Zusatzgeräte, die man für die Wii U dazu kaufen muss, um Spiele zu können, die auch auf der Nintendo Wii funktionieren. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Jetzt werdet ihr euch fragen, hey Kip, warum hast du das nicht einfach bequem am PC gespielt? Nun, der Grund ist ganz einfach. Nicht nur, dass ich zu doof bin für die PC-Steuerung, also wer Ori in der Blind Forest mich hat spielen sehen, beziehungsweise Fluffo spielen sehen, der weiß, wovon ich rede. Ich bin einfach zu doof dafür. Nein, Spaß beiseite. Lukas der Ameisenschreck gibt es auch in der PC-Version, funktioniert aber an meinem PC nicht. Und zwar nicht nur an dem PC, sondern an allen, also auch an den Laptops nicht. Ich weiß nicht, warum. Wie ich das Spiel schon in der Ursprungsversion gekauft habe, vor gut 10 Jahren oder wie lang der Film jetzt schon her ist, da hat es auch nicht funktioniert. Der wollte irgendeine Datei haben, die es nicht gab auf dem PC, und die habe ich auch nicht im Internet gefunden, und ja, irgendwie ist das alles nicht so einfach gewesen. Vielleicht wisst ihr ja, wie es funktioniert. Ich habe es nicht herausgefunden. Aber auf der Nintendo Wii U
beziehungsweise auf der Nintendo Wii spielt sich das ganz gut. Man muss eben mit seinem eigenen Körpereinsatz hier die Gegend steuern und auch, ja, hier wird jetzt gerade erklärt, genau. Das ist so eine Art Tutorial-Level. Wir müssen die Eier einsammeln und in die Brutkammern reinwerfen. Und dabei lernen wir schon die Grundlagen der Steuerung. Naja, Kipp, jetzt beweg dich mal. Ja, ja. B heißt werfen. Da habe ich anscheinend noch die Taste B gesucht. Aber, tada! Ei Nummer 1 ist in der Brutkammer. Genauso muss es sein. Wunderbar. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die anderen finden. Und das ist doch alles gar kein Problem. Ja. Nicht, wenn man Kip Supernova heißt und versucht, ein Spiel zu spielen, das A schon gut, das sind über 10 Jahre, das sind 15 Jahre, das gut 15 Jahre alt ist. Also als das Spiel herauskam, da gab es noch gar keine wirklichen Let's Plays auf YouTube oder so. Und deswegen spielen wir hier jetzt eine totale Rarität. Ich weiß, es gab schon Gamer, die das Spiel durchgespielt haben und 1:1 hochgeladen haben auf YouTube. Aber wir sind ja nicht anderen Gamer, ja? Außerdem, ich mache hier, was mir Spaß macht und was mir gefällt. Und auch meine Schwäche für 3D-Animations- oder Trickfilm-Raritäten, die so niemand groß kennt. Also Lukas der Ameisenschreck lief ja leider relativ erfolglos im Kino. Was habe ich jetzt hier vor? Nein. Relativ erfolglos im Kino, so in dem Zeitalter, der ein Kind wird eingeschrumpft und muss in der Insektenwelt überleben. Generation, das war kurz nach das große Krabbeln und Ants und natürlich Arthur und die Minimoys, das ich natürlich im Kino gesehen habe. The Ant-Bully habe ich nicht im Kino gesehen, da habe ich nur das Kinoplakat gesehen. Aber bei uns im Kino kam es dann gar nicht großartig. Weil, wie gesagt, aus der Rubrik 3D-Animations-Trickfilme, die relativ erfolglos liefen, also kommerziell erfolglos liefen und somit ein Geheimtipp sind. Genauso wie Escape from Planet Earth, Freddy Frosch, Prince Ribbit, gut, Prince Ribbit war wirklich schlecht, oder auch Strange World, ja gut, lassen wir mal das Thema jetzt. Konzentrieren wir uns hier lieber auf das Spiel, aber wie gesagt, ich habe hier erstmal die Steuerung versucht herauszufinden, wie die Steuerung funktioniert und so weiter, und deswegen hopse ich und gaukel ich und torkel ich jetzt ein bisschen unbeholfen durch die Gegend. Und ja, wenigstens habe ich nicht vergessen aufzuzeichnen, das ist doch auch etwas, ja. Übrigens, der Umgebungsdesigner von dem Film The Ant-Bully ist derselbe, der auch für Escape from Planet Earth Konzeptzeichnungen angefertigt hat. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Wenn er mir einfällt, werde ich ihn in einem der nächsten Videos dann noch erwähnen oder vielleicht ein paar Bilder dazu einblenden, weil die sind wirklich nicht schlecht. Und natürlich alles, was mit Escape from Planet Earth zu tun hat, ist natürlich nicht schlecht, ja, nicht von schlechten Eltern. Und es hat ja schließlich auch Kip Supernova hervorgebracht. Aber nun, Spaß beiseite, jetzt bleiben wir ernsthaft beim Spiel, wobei im Moment nicht allzu viel passiert. Lukas hat es geschafft zu klettern. Hey, ja, wo kommen wir denn dahin? Und jetzt rüberspringen und natürlich springen wir daneben, aber man müsste hier noch hochklettern, genau. Und jetzt das Ameisenei einsammeln. Und eine Besonderheit von dem Spiel ist, das ist nicht so, wie es in anderen Spielen ist, dass man durch die Gegenstände einfach hindurchgehen muss und dann hat man sie eingesammelt. Nein, hier muss man noch schön eine extra Taste drücken, um das Ei aufzuheben und durch die Gegend zu tragen, und auch runterspringen will gelernt sein. Sonst fallen wir immer schön hübsch die Felsen runter. Jawohl, jetzt müssen wir alles wieder hochlaufen. Aber irgendwie kriegen wir es jetzt nicht gebacken, oder haben wir es nicht gebacken bekommen, von diesen Plattformen runterzukommen. Ist auch egal. Wir haben ein Ei wieder gefunden und eingesammelt und müssen es jetzt in die Brutkammer reinwerfen.
Sofern wir es finden. Wo war es jetzt nochmal gelegen? Natürlich, wie in jedem Spiel, werden auch in diesem Spiel bestimmte Fähigkeiten erst nach und nach freigeschaltet. Also wir können nicht alles von Anfang an, weil das Spiel ist ja so eine Art Ausbildung für Lucas, wie auch aus dem Film. Basiert übrigens auf einem Bilderbuch, auf einem Kinderbuch von Lucas Nichols. Also ich glaube, der Autor heißt genauso wie die Figur. Und es geht um einen Jungen, der seine Wut und seinen Frust an Ameisen und an Insekten auslässt, bis eben die Ameisen es genug haben und den sogenannten Zerstörer auf ihre Größe einschrumpfen und ihn vor Gericht stellen. Und wir werfen natürlich daneben, Wurzelbäume können wir auch machen, wunderbar. Also wenn man bedenkt, dass das Spiel schon gut 15 Jahre auf dem Buckel hat, sieht es doch recht manierlich aus, oder? Gut, die Einspielfilme, die sind natürlich ein bisschen weniger von Qualität. Da hätte ich mir persönlich wirklich Szenen aus dem Film gewünscht, die wirklich sehr, sehr schön und sehr detailgetreu sind. Aber, naja, was will man machen? Wenn euch das Thema interessiert, Spiele zu bekannten 3D-Animations- oder zu Trickfilmen, können wir auch gerne mal Spiele spielen zu... Und natürlich wieder nach unten gefallen. Können wir natürlich auch Spiele spielen zu Pixar- oder Disney-Filmen. Das würde mich sehr reizen. Die sind stellenweise gar nicht so einfach zu bekommen. Also Spiele zu Filmen, wo mich jetzt interessieren, wie jetzt zum Beispiel die Monster AG. Zu Cars habe ich, meine ich, ein Spiel. Das ist irgendwo verschollen, irgendwo vergraben. Wenn ihr wollt, gerne in die Kommentare. Es soll 2023, sollen jetzt wieder mehr Let's Plays auf diesem Kanal kommen. Natürlich allen voran Splatoon, aber auch solche Story-Games und natürlich Action-Games aus dem Science-Fiction-Bereich und Animationsbereich. So, jetzt versuchen wir irgendwie, da hochzukommen, weil diese Kristalle, meine ich, kann man auch einsammeln. Nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Rolle vorwärts. Na, willst du noch eine Rolle machen? Noch einen Purzelbaum machen? Nein, da hochklettern. Und jetzt mit einem kühlen Schwung darüber springen. Na los, du schaffst es, Lucas. Jawoll. Und? Nein. Da hängt er. Und zack. Im Gegensatz zu den Eiern können wir die Kristalle so einsammeln. 1 von 100. Was geschieht wohl, wenn wir 100 von diesen Kristallen eingesammelt haben? Ich glaube, das wird das ganze Spiel durchziehen. Oder es geht vielleicht schneller, wie man denkt. Es gibt vielleicht mehr Kristalle von denen, wie man denkt. Und es geht nicht das ganze Spiel hindurch. Ich denke, es wird chronologisch ungefähr ablaufen wie im Film. Wobei sie sich einige Szenen dazu gedacht haben. Zum Beispiel musste Lucas in dem Film, soviel ich mich erinnere, nie in die Brutkammer. Oder dort irgendetwas machen. Da ging es dann gleich zur Sache mit an Wänden hochklettern und so weiter und so fort. Aber ich will euch nicht spoilern, sondern schaut euch lieber den Film an. Ich meine, ich habe noch 2 oder 3 DVDs von dem Film in meinem Lager. Und wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden und kann die dann käuflich erwerben. Und das ist jetzt hier kein Scam oder kein Haha-Hihi, sondern das ist alles legal. Ja, vielleicht sollte ich an der Stelle dann... Nein, an der Stelle brauche ich das jetzt nicht. Aber wenn ich vielleicht explizit Werbung mache für meinen Shop, sagt man heutzutage, dann muss ich das natürlich einblenden. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr Interesse habt an dem Film. Ich meine, 2 DVDs habe ich noch. Geduldet euch ein paar Tage und ich werde die in meinen eBay-Shop einfach einbauen, wieder reinsetzen. Und dann werde ich euch in einem der nächsten Videos oder im nächsten Video darüber in Kenntnis setzen. Schaut auch gerne bei mir bei Twitter und bei Facebook vorbei. Bei Facebook bin ich momentan am aktivsten, weil man da hübsch die Blogs schreiben kann über meine ganzen Science-Fiction- und Animationsfilm-Theorien. Und natürlich auf meiner Webseite Kips Laboratory oder Kips Supernova. Aber alles unten in der Beschreibung verlinkt. Momentan sind wir hier eher noch beschäftigt, die Eier einzusammeln. Warum auch immer die anderen Ameisen uns da nicht helfen oder uns da irgendwie ein bisschen im Stich lassen. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Oh, jetzt kommen die berühmten Felsplattformen. Ja. Oh, aber wir haben eine Rolle ich habe gerade eine Rolle in der Luft geschafft. Das nennt man einen Salto.
gibt's dafür keine Extrapunkte. Hm. Schade. Schade, schade. Nein, für Moves gibt's keine Extrapunkte. Oh, wieder eine Rolle vorwärts und nach unten. Cool. Aber wenigstens können wir Kristalle einsammeln. Wir haben 2 von 100 Kristallen. Juhu! Links oben ist übrigens auch eine Lebensanzeige, eine Vitalanzeige. Das heißt, nach Anzahl der Punkte und auch nach Lukas Gesichtsausdruck sehen wir, wie gut es Lukas geht oder wie schlecht es ihm geht. Das heißt, ja, es wird später noch Gegner geben, wo wir uns dann auch verletzen können. So, ja, erste Plattform geschafft. Ja, ja, du schaffst es. Ja, ja. Und jetzt? Jetzt die zweite. Juhu, und die dritte? Nein! Ja, so ein Fall nach unten, der ist ganz schön tief, der tut weh. Aber Lukas, nicht aufgeben. Das ist ja noch das Tutorial-Level. Das haben andere bestimmt in 5 Minuten abgeschlossen. Aber wir lassen uns Zeit. Wir wollen schließlich nicht nur den Führerschein, wir wollen auch Autofahren lernen. Wie mein Fluglehrer damals im Space Shuttle immer so nett sagte zu mir: Du willst nur den Führerschein, du willst doch gar nicht fliegen lernen. Aber bei mir lernt man fliegen. Oder fahren. Oder beides. Oder ich rede gerade Unsinn. Ich möchte noch was dazu sagen zum Thema underrated Animationsfilme. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich mich auf diesem Kanal hauptsächlich mit solchen underrated Themen auseinandersetze. Das liegt daran, ich setze mich eben mit den Themen auseinander, die mich interessieren und die mich, wie man heutzutage so schön sagt, catchen. Es gibt einfach Dinge, die sieht man und man sagt sofort, hey, das gefällt mir. Und es gibt Dinge, die sieht man und sagt entweder, oh, das gefällt mir nicht, oder mir gefällt es erst auf den zweiten Blick, wenn ich es gesehen oder gehört habe oder gelesen habe. Deswegen, ja, das ist hier eben ein bisschen anders wie woanders. Meine Pläne für 2003. Ja, 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 nein! Gut, während Lukas wieder hochdackelt, kann ich ja weiterreden. Meine Pläne für 2023, sofern ich sie noch nicht geäußert habe, sind eben wieder mehr Let's Plays oder verstärkt Let's Plays im Bereich Spiele für, also zu 3D-Animationsfilmen und Science-Fiction. Rolle vorwärts. Und jetzt ganz vorsichtig heben, genau. Weil wenn wir jetzt nur durchgelaufen wären, wären wir wieder auf der anderen Seite wieder runtergefallen und das Ding würde noch da oben liegen. Ha, ich hatte schon die Hoffnung, ich könnte von da oben aus im Sprung das Ei in die Brutkammer reinwerfen. Ist leider nicht geglückt. Ha. Tja, dann müssen wir eben wieder zu Fuß nach oben. Und jetzt werfen. Ja, ja. Ihr müsst bedenken, ich steuere das alles mit dieser Wii U und Wii-Steuerung. Mit diesem Nunchuk oder wie das heißt. Hab ich das überhaupt richtig ausgesprochen? Naja, egal. Juhu, jetzt können wir Steine transportieren. Aber ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Was ist da hinten in dem Tunnel? Bevor ich an den Steinen weitermache, schaue ich erstmal in dem Tunnel da hinten. Okay. Es lädt also, obwohl wir gar nicht alle Eier eingesammelt haben. Das ist interessant. Ja. An dieser Stelle mache ich mal einen Cut. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Schaltet auch in Teil 2 wieder ein, wenn es dann ins Freie geht und wir auf die ersten Insekten treffen. Bis dann. Keep Supernova. Ende and out. Und danke fürs Zuschauen.